Diese zauberhafte Melodie des Schwans aus dem Karneval der Tiere wurde vom Komponisten diesem wunderschönen Instrument zugedacht, dem Violoncello. Kurz auch einfach Cello genannt. Mein Name ist Frederik Jeckel und ich bin der Cellolehrer an der Musikschule des Westerwaldkreises. Das Cello gehört wie zum Beispiel auch die Geige zur Familie der Streichinstrumente. Es wird also meistens mit dem Bogen gestrichen. Aber ab und zu auch mit den Fingern gezupft. Es hat vier Saiten. Die aber viel tiefer gestimmt sind als zum Beispiel bei der Geige. Man kann also auch ziemlich tiefe Töne mit dem Cello spielen. Kommt aber trotzdem relativ hoch. Eine Besonderheit des Cellos ist, dass man es immer im Sitzen spielt. Man hat also immer einen Sitzplatz garantiert. Und zudem kann man mit Hilfe des Staches, das ist dieser Metallstab, kann man es auch Höhen verstellen. Mein Instrument ist ein ganzes, ein ausgewachsenes Cello. Man sagt auch ein Vierviertelinstrument. Es gibt aber auch kleinere Größen für Kinder, zum Beispiel ein Dreiviertel, ein Halbes, ein Viertel und sogar ein Achtel-Cello. Je nach Körper- und Handgröße kann man also auch schon recht früh, etwa mit 5 bis 6 Jahren, mit dem Unterricht beginnen, aber natürlich auch jederzeit später. Ein einfaches Lied. Zusammen in einem kleinen Ensemble, wie zum Beispiel unseren Harmoniestreichern, zusammen musizieren.